zusammen, ich bin's wieder, Nicole von Stampapier Live. Heute gibt es mal wieder eine besondere Kartenform, und zwar so eine Pop-up-Rahmenkarte. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Denn wenn man die Karte aufklappt, stellt sich im Innern so ein Rahmen auf. Ihr seht, der hat eine bisschen Tiefe und die Karte hat gleich so eine bisschen, eine plastische Erscheinung. Und die ist ganz schnell und einfach gemacht. Und hier habe ich mit einem neuen Set gebastelt. Das findet ihr im Mini-Katalog, im Herbst-Winter-Katalog. Mir ist es erst auf den zweiten Blick aufgefallen. Das ist ein ganz tolles Set. Da könnt ihr nämlich wunderschöne so Geschenkanhänger machen oder so kleine Taschen für Geldgeschenke oder sowas. Karten mit Schüttelfenster. Also es ist ein richtig großes Set mit jede Menge Stanzformen. Und ich habe mit den hier gebastelt. Und ja, das Stempelset finde ich auch schön. Es ist jetzt nicht nur Weihnachten, es ist auch Geburtstag oder einfach Winter. Ne? Ich habe mit dem Set ja auch schon diese Doppel-Flip-Karte mit euch gemacht. Da stammen diese Stempelsprüche her. Und wie ihr die Karte machen könnt hier, das zeige ich euch jetzt. Hier kamen nämlich auch noch ein paar Techniken zum Einsatz. Zum Beispiel habe ich hier zweifarbig gestempelt und hier, und das zeige ich euch, wie das funktioniert. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir mit der Grundkarte an. Und zwar braucht ihr dafür ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt hier den normalen genommen. Ihr könntet hier jetzt auch den extra starken nehmen. Aber dadurch, dass ich hier Mattungen drauf mache und hier innen auch nochmal Mattung drauf ist, ist die schon stabil. Also wenn ihr natürlich euch entscheidet, das hier blanko zu lassen, würde ich euch den extra starken empfehlen. Dann braucht ihr einen DIN A, also die DIN A4 Länge braucht ihr, und wir gehen auf normales Kartenmaß, also ungefähr 14,8. Schneide ich mir einmal durch. Das können wir später super zum Ausstanzen und Stempeln benutzen. Und dann lassen wir das auch gleich hier liegen. So. Und falzen einmal die lange Seite nach oben bei 10 cm, bei 19, bei 20 und dann nochmal bei 29, und dann bleibt hier ein Rest stehen von ungefähr 0,7. Aber das kriegen wir trotzdem schön später geklebt, dass wir hier einen 1 cm Steg haben. Das zeige ich euch gleich. Und dann müssen wir das Sichtfenster einstanzen. Ich falte jetzt mal zuerst, dass ihr es besser sehen könnt, wo ich am Falzen bin, am Ausstanzen bin. Achtet hier jetzt beim Falzen drauf, dass ihr schön gerade liegt, damit die Karte sich später auch schön schließt. So. Und wenn ihr jetzt die Karte so vor euch legt, hier ist diese schmale Lasche, und da müsst ihr euch jetzt euer Fenster ausstanzen. Ich habe das jetzt hier mit den Rechtecken gemacht, die ich mir so in den oberen Bereich lege. Ihr könnt jetzt Quadrat nehmen, ihr könnt das Diorama nehmen, das wir im Katalog haben. Sucht euch einfach was Schönes aus, was euch gefällt oder auch zu eurem Motiv passt. Und das klebe ich mir dann hier einmal fest, damit es in meiner Stanzmaschine nicht verrutscht. Dass es auch schön gerade bleibt. Und dann stanze ich mir das jetzt durch die Maschine und bin gleich wieder da. Habe ich es ja gerade noch rechtzeitig gemerkt. Also ihr müsst die Falzlinie nach links legen, denn ich will ja das Fenster im oberen Bereich haben und hier unten Platz zum Kleben haben. Deswegen so rum, entweder so rum auflegen oder so. Sonst ist am Schluss der breite Balken da oben und das will ich ja nicht. So, jetzt stanze ich aber. So, und dann sieht das Ganze so aus. Vorsichtig entfernen.
und das ausgestanzte Etikett, das könnt ihr euch hier aufheben. So ein fix und fertig gestanztes Etikett brauchen wir immer mal wieder. So, kann das gleich wieder weg. So, und jetzt können wir auch schon die Karte innen dekorieren. Und zwar, da habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet, habe ich mich hier für das tolle Punkte, ein paar Punktepapier entschieden. Das findet ihr auch im Mini-Katalog. Das ist das tolle Schwarz-Weiß-Papier. Das gehört, glaube ich, zu einer Halloween-Serie mit den Hexen. Und da habt ihr eben ganz tolle Schwarz-Weiß-Motiv und auf der Rückseite immer Schwarz-Grau. Und ich habe mir hier die Punkte, die Stände finde ich auch noch toll. Die würde ich dann aber vermutlich eher winterlich machen. Mit den Handschuhen oder so. Und da habe ich mir, wie gesagt, das Design ausgesucht. Und zwar habe ich mir für außen ein Stück Schwarz hergenommen. Das hat das Maß 9 x 13,8. Ich will also so, wie immer eigentlich, so einen Zentimeter Abstand am Rand. Und dazu dann passend das Designerpapier in 8,5 x 13,3. Ja, und das könnt ihr euch dann auch gleich schon zusammenkleben. Ich mache das jetzt mal schnell mit dem, wie heißt es, Stampin' Seal, Klebeschnecke. So, ausrichten, festkleben und das Ganze dann auch auf die Karte. Und dann ist die Front schon fast fertig. So, jetzt nicht falsch aufkleben. Das ist die Front. So. So, und dann habe ich das gleiche Designerpapier nochmal genommen für die Innengestaltung von dem Sichtfenster. Das hat ein Maß von 8,5 x 13,8. Könntet ihr jetzt auch was 14 machen, das würde jetzt auch nicht auffallen, denn wir haben hier ja so einen Rahmen drin. Wir müssen jetzt bloß gucken, dass wir oben und unten schön bündig sind. Und sollte wirklich hier was überstehen, kann man es noch wegschneiden. So, und jetzt können wir die Karte auch schon zusammenbauen. Und zwar knickt ihr das, also ihr habt das Papier so vor euch liegen, euer Fenster ist rechts und dann knickt ihr es bei der ersten, zweiten Falzlinie nach unten und dann kommt hier auf die schmale Lasche, bringt ihr euch Klebemittel auf und klappt dann die Karte zu. Ich mache das mal. Könnt ihr auch doppelseitiges Klebeband nehmen, aber unser doppelseitiges Klebeband ist ja ein Zentimeter und da will ich jetzt das Risiko nicht eingehen, dass mir irgendwo was übersteht und klebt. Da bin ich lieber beim Andrücken ein bisschen geduldiger. Aber unser Tombow, der zieht hier immer relativ schnell an und dann kann man die Karte auch aufklappen vorsichtig. Und schon ist euer Mechanismus fertig. Ihr seht, es stellt sich schön auf. Und ihr habt automatisch die 0,2 cm hoch, was ist denn das, überbrückt. Ohne, dass ihr groß aufpassen müsst beim Kleben. So, zur Dekoration habe ich mir aus dem Pass, aus dem gleichen Stempelset hier, Herzchen ausgestanzt. Ihr habt hier ein großes und ein kleines. Und ich habe mir einen Banner ausgestanzt. Der kommt aus dem Set Basics mit Pep. Das größte. Und das bestempel ich mir. Da kommt einfach zum Geburtstag drauf. In Momento.
Das passt da wunderbar. Muss mal ein bisschen nach vorne. So. Das habe ich mir dann mit Dimensionals aufgeklebt. Wo habe ich sie hingelegt? Glaubt ihr mir, ich richte mir hier jedes Mal alles schön her. Und wenn es losgeht, ist alles wieder weg. Dann mache ich mir jetzt 3 Dimensionals drauf. Na. So. Und klebe mir das auch so in den unteren Bereich. Dann habe ich mir das große Herz in Weiß ausgestanzt und ein kleines in Schwarz. Und das Herz kriegt oben in die Flügel und Dimensionals, weil ich ja hier den Unterschied ausgleichen muss. Und unten in die Spitze mache ich mir zusätzlich noch ein bisschen Kleber. Und dann klebe ich mir das Herzchen auf. Und das schwarze Herz wird einfach mit ein bisschen Tombow auf das Weiße geklebt. So. Und schon ist die Front fertig. Und wir können an die Innengestaltung gehen. Da bin ich jetzt natürlich meinem Stil von der Vorderseite treu geblieben. Ich habe mir hier auch jetzt, ich hole es mal vor, alles Herzchen in Schwarz und Weiß ausgestanzt. Ein kleines Herz, um die Farbe nochmal aufzugreifen, in Aquamarin. Ich habe mir die süßen Kerzen ausgestanzt und den Luftballon. Und wie ich den gemacht habe, das zeige ich euch sofort. Zuerst klebe ich mal die kleinen Teile fest, bevor sie weg sind. Guckt immer, wie weit euer Papier aufliegt, dass er nicht die Karte zusammenklebt. Das Herzchen oben. Schön in die Ecke. Dann habe ich mir die 2 Kerzchen habe ich mir zusammengeklebt, damit ich ein bisschen mehr Fläche habe für ein Mini-Dimensional. Einfach so ein bisschen übereinander gelegt. Und habe mir dann auf die Rückseite, die sieht man dann ja nicht mehr, einen Mini-Dimensional geklebt. Und das habe ich mir dann so hinter dem Rahmen hier versteckt. So, dann haben die noch so ein bisschen Dimension. Dann den Spruch, der stammt aus dem passenden Stempelset. Den habe ich mir auch zweifarbig gestempelt. Dafür nehmt ihr euch die Write Marker. Ein bisschen Platz machen hier. Und zwar nehmt ihr euch die Pinselspitze und färbt euch euer Motiv, das ihr stempeln wollt, mit der jeweiligen Farbe ein. Ich fahre immer so ein bisschen schräg dann drüber. Ich arbeite dann auch relativ zügig. Jetzt das Schwarz. Oben und unten. Jetzt hoffen wir, dass das funktioniert. Und dann hauche ich das einmal an, damit es noch mal Feuchtigkeit kriegt und stempelt dann auf. Und schon habt ihr einen zweifarbigen Stempelspruch. Und genauso habe ich das auch mit dem Luftballon gemacht. Da geht es sogar noch ein bisschen leichter. Einfach den Ballon hier jetzt in Aquamarin. Da könnt ihr auch ruhig mal so ein bisschen öfter drüber gehen in verschiedene Richtungen
und dann eben die Schnur in Schwarz, dann wieder anhauchen und abstempeln. Und schon habt ihr auch euren Luftballon zweifarbig gestempelt. Komm mal ein bisschen näher, also man sieht es recht gut. Sieht hübsch aus. Ja, und den Luftballon, den habe ich mir dann mit der passenden Stanze ausgestanzt. So, den Kreis klebe ich mir einmal mit Dimensionals auf. Und das soll ungefähr mittig sein, wenn die Box steht. So. Und den Luftballon habe ich dann so ein bisschen an die Seite befestigt und an den Rand reicht das. Nee, dann nehme ich einen Mini. Da nehme ich mir in Mini Dimension. Und am Rand dann noch ein Mini. Und die Seite, die auf dem Etikett aufliegt, kriegt noch ein bisschen Kleber. So. Jetzt wäre die Karte schon fertig. Es fehlt bloß noch ein bisschen Bling Bling. Und dann habe ich passend dazu haben wir die selbstklebenden Funkelschmucksteine. Die gehören eigentlich zu den Wichteln. Aber ich finde die Farbe schön passend. Dann waren die für meine Zwecke perfekt. Und da verteile ich mir 3 Stück. Und schon ist eine neue Kartenidee fertig. Eine Rahmen-Pop-Up-Karte. Ja, kann man zu jedem Anlass machen und man kann sie flach verschicken. Passt in einen normalen Umschlag. Auf der Rückseite sieht man dann halt die Klebelasche, die Falzlinie, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Aber man hat richtig schön Dimensionen in der Karte. Ja, jetzt hoffe ich, die Kartenidee gefällt euch. Ist ja massenweise umsetzbar, auch mit den Gnomen, den Wichteln zum Beispiel, dass ihr da hinten ein schönes Designerpapier hinterlegt und den Wichtel in den Vordergrund stellt für Weihnachten dann. Genau. So. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.